español. Hablamos español. No hay muertas y los otros no comprenden nada. Herzlich willkommen bei mir in der Küche. Risotto di ai frutti di mare, dein Lieblingsgericht. Ja. Als erstes den Fond für den Risotto. Okay. Also die Basis habe ich da, Hühnerbouillon. Und jetzt brauchen wir die Vongole, weil die Vongole haben einen guten Geschmack, das Wasser von den Vongole. Das ist ganz einfach. Wir machen einfach die Pfanne heiß, machen einen Schuss Olivenöl dazu. Dann ein bisschen Bouillon reinmachen, ohne Wasser. Einfach. Alle Abschnitte von den Krevetten rein, Fenchelabschnitte und die Reste von den Calamaretti Maritano rein. Oh. Wir versuchen nichts wegzuschmeißen, damit wir einen schönen Geschmack rauskriegen. Das ist das Kostbarste. Das ist so 3 Minuten oder so? Ja, Sie müssen offen sein. Das okay. Ist hat fast keine Flüssigkeit mehr drin, weil der Alkohol ist flüchtig und der muss verdunsten, der Geschmack muss drin bleiben. Ich freue mich. Hey, meine Maramasa. Wir machen einen Risotto mit einem Zitronengeschmack. Ah, okay. Also machen da noch 2 Limonenblätter rein, Meeresfrüchte, Zitrone. Das passt. Sommergefühl. So. Und nehmen wir immer wieder von der heißen, wichtig ist, die Flüssigkeit muss immer heiß sein. Ne? Ja. Naht ist nah, also nicht alles aufs Mal. Das ist ganz wichtig beim Risotto. Ah, ist so krass, so herzlich. Nochmal. Es riecht auch fast asiatisch wegen den Limonenblättern. Die Blätter haben so viel Geschmack. Ja. Natürlich, das ist ein Kaffee-Limonenblatt, hat mehr Geschmack, aber ein Mandarinenblatt ist wunderschön. Absolut gesund. Wichtig ist, dass sie frisch sind. Und, wenn sie nicht leben, sollte man sie nicht mehr essen. Also leben frisch. Einfach nur den Dampf. Okay. Wenn man einen Dampfkochtopf hat oder einen Steamer zu Hause und einfach so lange drin haben, bis sie leid. Echt? Ich habe gehört, es gibt Leute, die so Schlager, das machen Fische am Strand. Das ist Romantik. Ach so. Probierst du noch mal ein bisschen vom Fond? Okay. Sagst du mir, ob es Salz fehlt oder ob es gut schmeckt? Ich glaube, der ist wirklich perfekt. Das können wir jetzt schon anbraten. Wenn man hat, dann sagt man, verzieht das Wasser. Und die wollen ja nicht, dass das Wasser zieht, sondern dass die Meeresfrüchte schön zart bleiben. Okay. Jetzt kommen unsere Bouillon dazu, oder? Machen wir so. Und machen die wieder da rein. Oh. Und wir holen jedes Mal den Maximum an Geschmack raus. Wow. So, jetzt ist ein kräftiger Geschmack. Jetzt nehme ich keine Bouillon mehr, sondern nur noch Wasser. Das ist ein bisschen roh, aber ich habe so viel Hunger. Achtung, Safran ist stark im Geschmack und sehr teuer. Yeah. Ein bisschen Safranpulver, das gibt dann die schönere Farbe.
Spaß. Wir werden es haben. Hallo. Ja, hallo. Prost. Schade für die Leute, die diese Videos sehen und es nicht schmecken können.